So, ihr Lieben, ihr werdet schon merken, ja, dieses Video hier ist seit langem mal wieder ohne Greenscreen. Die zukünftigen Videos werden nach und nach wieder mit dem Greenscreen passieren. Allerdings sind wir aktuell hier ein bisschen in Umzugsstimmung und es ist halt auch ein bisschen chaotisch dementsprechend. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, den Greenscreen baust du heute mal nicht auf, macht aber gar nichts. Wir werden dennoch heute ein ganz wichtiges Thema besprechen. Und zwar werden wir heute das Originaldrehbuch aus Jurassic Park 3 rekonstruieren. Was meine ich mit rekonstruieren? Naja, ich habe schon zahlreiche Videos über rausgeschnittene Szenen oder Aussagen von Regisseuren gemacht. Damit ich die hier nicht alle einzeln verlinken muss, habe ich die hier oben einfach mal die Playlist zu Jurassic Park 3 verlinkt. Da kannst du draufklicken und kannst alle einzelnen Szenen nachholen. In diesem Video werde ich jetzt versuchen, diese Szenen chronologisch anzupassen und das Drehbuch von Jurassic Park 3, wie es ursprünglich hätte aussehen sollen, zu rekonstruieren. Das geht aber eben nur, indem ich dann auch selber schaue, okay, wie kann man dann bestimmte Lücken zwischen den herausgeschnittenen Szenen irgendwie dann doch schließen. Das heißt, hier gibt es ein paar Szenen, die wirklich faktisch ursprünglich in den Film kommen sollten. Es gibt Szenen, die faktisch im Film waren, beziehungsweise im Rohmaterial vorhanden waren, aber es eben nicht in den fertigen Schnitt geschafft haben. Und dann gibt es eben noch bestimmte Szenen, die ich mir irgendwie dann dazu dichten muss, damit das Ganze auch logisch ist. Deswegen heißt das Ganze einfach rekonstruieren. Ich werde euch aber darauf hinweisen, welche Szenen wirklich faktisch hätten im Film sein müssen und welche ich mir jetzt eben dazu spinne. Ich hoffe, das Konzept ist nicht allzu konfus, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bevor wir jetzt mit der Geschichte von Jurassic Park 3 loslegen, ganz kurz nochmal vorweg. Ich weiß, und die meisten von euch wissen es wahrscheinlich auch, dass ursprünglich die Figuren in Jurassic Park 3 hätten ganz andere Figuren sein sollen. Das heißt, wir hätten nicht Eric Kirby, wir hätten nicht Paul Kirby und wir hätten auch nicht Amanda Kirby gehabt. Die hießen anders, also die hätten einen anderen Nachnamen und wohl auch einen anderen Background gehabt. Das Problem ist, dass dieser andere Background nur ganz am Anfang, noch bevor das Skript überhaupt angefangen wurde zu schreiben, existiert hat. Und auch die Namen wurden relativ schnell geändert. Das heißt, in diesem Skript, was wir jetzt hier besprechen, werden wir den Originalnamen des Casts und der Figuren einfach beibehalten. Das heißt, wir bleiben bei dem Namen die Kirbys, weil es würde keinen Sinn machen, jetzt dieses Skript anzufangen, zu erklären mit anderen Namen und dann irgendwann umzuswitchen auf die neuen Namen. Das wäre ein bisschen konfus. Deswegen nennen wir sie einfach weiterhin die Kirbys. Der Jurassic Park 3 Film, den wir ja auf DVD haben, beziehungsweise auch im Kino gesehen haben, rüste mich immer wieder gerne mit dieser super schönen Steelbook Edition der Jurassic Park Trilogie mit dem Spinosaurus vorne drauf. Auf jeden Fall, der Jurassic Park 3 Film, den wir kennen, beginnt ja eigentlich mit der Bootsfahrt eben, wo dann auch Ben Hildebrand und Kirby ihren illegalen Gleitflug über die Isla Sorna machen, dann eben ein Unglück passiert und dann geht das ganze Chaos eben seine Wege. In einem ganz frühen Konzept von Jurassic Park 3 sollte der Film ursprünglich in Ägypten starten. Und zwar in einer Ausgrabungsstätte, in der dann die bestimmten Paläontologen eben des Spinosaurus ausgegraben hätten. Das sollte so eine Art Foreshadowing werden, auf das, was dann eben später passiert. Ich finde das eine relativ plumpe Art von Foreshadowing, weil der Spinosaurus einfach auf dem Cover drauf ist und man weiß, dass er auftaucht. Die Szene wurde laut Aussagen von Spielberg, ja, zu dem Zeitpunkt war Steven Spielberg noch mit an Bord der Planung von Jurassic Park 3 gewesen, dann aber verworfen, weil sie zu sehr an die Anfangsszene aus Jurassic Park 1 erinnert hätte. Das stimmt auf der einen Seite, ja, naja, aber später im fertigen Jurassic Park 3 Film haben wir einfach auch eine Ausgrabungsszene bekommen, in der ein Raptor ausgegraben wird und quasi nur mal exakt das gleiche gab. Ich weiß nicht, irgendwie, ich mag das Setting Ägypten dabei schon, aber ich weiß nicht, ob das so cool gewesen wäre, wenn man da irgendwie den Spinosaurus ausgegraben hätte und dann wäre das ganze Szenario aber wieder umgeswitcht nach Amerika und ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht zu viel gewesen wäre. Auf jeden Fall sollte das Skript ursprünglich in Ägypten starten und dort sollte das Skelett des Spinosaurus entdeckt werden.
Auf Ägypten wird übrigens auch später im Skript nie wieder Bezug genommen. Es geht hierbei wirklich nur um das Skelett Spinosaurus Entdeckung und das war's. Nachdem wir dieses Skelett eben dann entdeckt hätten, hätte es eine Aufblende geben sollen, dass ein paar Jahre ins Land gestrichen wären. Kurz darauf hätten wir den Mann von Ellie Sattler besser kennenlernen sollen. Hier ist jetzt nicht angegeben, ob Steven Spielberg da noch mit am Ball gewesen ist bei der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall scheint der Mann von Ellie Sattler ein bisschen mehr im Mittelpunkt gestanden zu haben. Aus dem Film wissen wir nur, dass er irgendwie mit der Regierung zusammenarbeitet oder für die Regierung arbeitet. Hier hätten wir wesentlich mehr über diesen Mann erfahren sollen. Ich hatte schon mal in einem Theorien-Video ein bisschen erklärt, was mit Alan Grant hätte passieren können in Jurassic Park 3, als er eben den Traum von einem Raptor hat, den er so noch gar nicht kennt. Also Alan Grant träumt von diesem Raptor in Jurassic Park 3 und das Design des Raptors dürfte er noch überhaupt nicht kennen. Da ist meine Theorie gewesen, Alan Grant ist so sehr von Velociraptoren traumatisiert gewesen, dass er es geschafft hat, irgendwie Kontakt zur Regierung herzustellen, um dann quasi diese Velociraptoren auf der Insel mehr zu erforschen, weil er einfach nicht loslassen konnte und deswegen kannte er das Design der Velociraptoren. Diese Theorie würde jetzt wieder Sinn machen, wenn wir uns überlegen, dass der, ich habe den Namen wieder vergessen, Mark hieß er genau, dass Mark, also der Mann von Ellie Sattler, dass der für die Regierung gearbeitet hat. Das ist nicht mehr bekannt als das, dass ein bisschen mehr beleuchtet werden sollte ursprünglich im Originalskript. Jetzt würde es Sinn machen, das Ganze dann eben so aufzubauen, dass Mark und Alan Grant vielleicht doch schon vorher Kontakt hatten. Ich meine, Grant war auch in dem Film, den wir kennen, bei Ellie zum Essen eingeladen. Man hätte das Ganze im Originalskript ja so drehen können, dass Grant vielleicht öfter zum Essen war, dass er eben mit Ellie eine innige Freundschaft hat und sie immer wieder besucht und deswegen auch mehr Kontakt zu Mark aufbaut. Mark hätte Grant daraufhin immer mehr in die Thematik Velociraptoren einweisen können, weil auch Mark ja weiß, er war auf der Insel gewesen und Grant beschäftigt sich mit Velociraptoren. Und so hätte Grant von den neuen Entwicklungen der Velociraptoren erfahren können und so auch vom neuen Design. Und so hätte es Sinn gemacht, dass Grant später von diesem Velociraptoren geträumt hat. Die Szene wäre trotzdem nach wie vor seltsam gewesen, weil der Raptor einfach Alan sagt. Aber so hätte das Ganze meiner Meinung nach ein bisschen mehr Substanz hinten dran gehabt, warum Grant diesen Traum hat und eben auch warum Grant von diesen Velociraptoren weiß. Nachdem wir also hätten Mark ein bisschen mehr kennengelernt, wäre das Szenario übergeschnitten worden zu der Bootsfahrt, die wir auch im fertigen Film kennen. Hier ist übrigens offiziell bestätigt worden, ja, diese Bootsmenschen sollten ganz, ganz früh, als das Skript gerade am Zeichnen war, davon gibt es sogar noch ursprüngliche Zeichnungen, diese Bootscrew sollte offiziell von Pteranodon gefressen worden sein. Das Ganze hat man dann später auch nochmal gezeigt, indem wir ein Pteranodon-Nest sehen, auf dem Menschentotenköpfe rumliegen. Das sollten keine Totenköpfe von ehemaligen Mitarbeitern auf der Isla Sorna gewesen sein. Das sollten tatsächlich die Köpfe der Bootscrew gewesen sein. Auch später, relativ zum Ende hin, sollten die Pteranodons nochmal eine Rolle spielen. Und Grant sollte das zerstörte Boot finden, das wir eben auch am Anfang sehen. Nur eben jetzt an der Küste der Isla Sorna. Und daraufhin sollte er vom Pteranodon angegriffen werden. Aber dazu kommen wir dann später noch. Wir haben also dann jetzt die Szene, die wir auch aus dem fertigen Film kennen, in dem die Pteranodon dann die Bootsgruppe angreifen. Ob man das gesehen hätte im Originalskript oder nicht, ich schätze mal eher auch nicht, weil das dann ja mehr so einen Horroreffekt hatte. Man hätte vielleicht unter der Regie von Steven Spielberg noch irgendein Flügelschlagen gehört im Hintergrund, dass man hätte davon ausgehen können, okay, sind das jetzt Vögel? Was genau passiert denn jetzt gerade? Auf jeden Fall hätten das hier die Pteranodon sein können. Die Szene wäre also ähnlich gewesen, wie auch im fertigen Film. Das Unglück wäre passiert und Ben Hildebrand und Eric Kirby wären auf der Isla Sorna gestrandet. Jetzt kommen wir zu einem ganz gravierenden Unterschied zu dem Film, den wir alle kennen. Der Grund, warum Alan Grant auf die Isla Sorna hätte fliegen sollen, ist nicht der, dass die Kirbys ihn dazu eingeladen hätten. Im fertigen Film hat ja Grant ganz groß gesagt, es gibt für ihn keinen Grund, wieder auf diese Insel zu gehen. Und dann kommt Mr. Kirby an und sagt, hier hast du ein bisschen Kohle und er sagt, alles klar, ich komme mit. Und kommt mir jetzt hier nicht mit, ja, aber die fliegen ja nur drüber. Nein, wenn du so traumatisiert bist wie Alan Grant, dann willst du auch nicht über diese beschissene Insel fliegen. Grant sollte die Kirbys an sich nämlich auch im ursprünglichen Skript festgehalten erst auf der Isla Sorna kennenlernen. Da hießen sie aber noch nicht die Kirbys, das ist halt aus einem ganz frühen Urskript, was ich am Anfang des Videos erwähnt habe, wo die ganzen Figuren dann noch andere Namen hatten. Die Kirbys wären quasi auf eigene Faust auf diese Insel geflogen.
Und wie ist Alan Grant jetzt dahin gekommen? Grant hätte davon erfahren, eben wieder durch Mark, also den Mann von Ellie Sattler, der ihn nämlich darauf hingewiesen hätte, dass eine Gruppe von Menschen, eben dann die Kirbys, illegalerweise auf die Isla Sorna geflogen ist, weil sie dort eben ihren Sohn suchen. Jetzt ist danach nicht mehr beschrieben, ob das der Grund ist, warum Grant dahin geflogen ist, aber da können wir uns jetzt die Storylücken wieder selber ein bisschen zusammenspinnen. Grant wäre daraufhin, das wäre ein plausibler Grund, warum Grant jetzt sagt, okay, ich fliege mit auf diese Insel. Hätte jetzt Mark gesagt, hier, die Regierung hat mich beauftragt, jemanden zu finden, der sich mit Dinosauriern auskennt. Und Grant ist in der Welt von Jurassic Park und Jurassic World ein renommierter, ein ausgezeichneter Paläontologe. Jeder weiß das. Grant ist auch in den Büchern, wird es ein bisschen besser beschrieben. Grant ist weltweit anerkannt in dem Thema Paläontologie und eben Dinosauriern. Plus er war noch auf der im Jurassic Park gewesen. Plus Mark könnte ja den fatalen Fehler machen und Isla Sorna und Isla Nublar verwechseln. Im fertigen Film macht das Paul Kirby. Hier könnte allerdings Mark davon ausgehen, dass Grant die Insel ja kennt. Also er könnte Alan überreden, eine Gruppe von Menschen mit auf die Insel zu begleiten und dann eben die Kirbys plus eben, also die Paul und Amanda Kirby plus eben Eric Kirby zu retten. Die Story wäre jetzt immer noch nicht komplett Steven Spielbergs würdig, aber ich meine, der ist auch längst abgesprungen und wir können jetzt hier nur versuchen, die Story so zu rekonstruieren, wie uns dann auch bestimmte Szenen das eben hergeben. Und ich finde immer noch, dass es Alan Grants Charakter wesentlich besser gezeichnet hätte, zu sagen, okay, da sind Menschen in Gefahr, ich komme mit, plus eben noch durch seine traumatisierte, fanatisierte Liebe, Hassliebe zu Velociraptoren eben noch, dass er deswegen mit auf diese Insel geflogen wäre, zusammen mit einer anderen Gruppe. Man hätte das Ganze ja so drehen können, dass hier auch Cooper und die anderen zwei Kandidaten, die im Originalfilm mit den Kirbys mit dabei sind, dass die zur Regierung gehören und Alan fliegt eben dann mit den Leuten im Auftrag von Ellies Mann zu Isla Sorna. Was dann auch später wieder Sinn ergeben würde, dass Ellie weiß, wo Alan ist, weil, naja, ihr Mann hat ihn quasi hingeschickt. Ab jetzt gibt es dann keine großen Abweichungen mehr vom Originaldrehbuch, bis auf eben eine ganz wichtige. Als dann die ganze Gruppe auf der Isla Sorna landet, in diesem Fall dann sehr wahrscheinlich aber ganz bewusst, das heißt, hier wird dann kein Alan Grant K.O. geschlagen, weil Grant weiß ja, dass er Teil dieser Rettungsmission ist. Deswegen wären sie einfach ganz bewusst dort unten gelandet und Cooper und der Rest wäre ausgeschwärmt. Jetzt haben wir eine Szene, über die ich schon ausführlich gesprochen habe. Wie gesagt, schau dir auf jeden Fall mal die Jurassic Park 3 Playlist an. Und das ist eine sehr wichtige Szene, auch für den fertigen Film, wie wir ihn bekommen haben. Cooper hätte in einem ursprünglichen Skript in den Wald rennen sollen, also in den Dschungel rennen sollen, um da eben zusammen mit Judersky Sicherheitsposten zu beziehen. Währenddessen wäre er allerdings auf ein Nest eines Baby-Spinosaurus gestoßen und wäre hineingefallen. In Jurassic Park 2 haben wir auch schon gesehen, diese Dino-Nester sind schon ein bisschen tiefer. Das heißt, die graben da wirklich richtige Löcher in die Erde rein, um da eben ihre Nester zu bauen. I do remember sort of volunteering the idea that, hey, maybe this one of the Mercs kills a baby Spinosaurus, and that's what pisses off the parent Spinosaurus. And that's why it pursues them through the whole story. Cooper sollte also ursprünglich in einem dieser Nester landen, auf einen Baby-Spinosaurus treffen und dieser Baby-Spinosaurus hätte ihn quasi als Beute angesehen und ihn eben angegriffen. So wäre Cooper auch später zu der Wunde gekommen, die er am Arm hat, die wir dann in Jurassic Park 3 sehen. Wenn ihr euch nämlich fragt, wie hat denn der Riesen-Spinosaurus Cooper nur so ein bisschen am Arm verwundet, er sollte ursprünglich der Baby-Spinosaurus gewesen sein. Kurz darauf hören wir Schüsse und Cooper erschießt den Baby-Spinosaurus, bemerkt allerdings dabei nicht, dass das Mutter- oder Vatertier bereits im Hintergrund steht und das Ganze eben mitbekommt. Aus diesem Grund rennt Judersky aus dem Wald raus. Quasi das ist das, was wir auch später im fertigen Film sehen. Und uns fehlt diese Szene mit dem Baby-Spinosaurus, wo ich immer noch sage, warum ist die nicht drin? Cooper rennt also aus dem Dschungel raus, warnt die Gruppe davor. Dann passiert das Ganze so, wie eben auch im fertigen Film. Die Gruppe rund um Dr. Alan Grant versucht dann, im Flugzeug von der Insel zu flüchten. Judersky steht noch im Weg rum. Der Spinosaurus kommt aus dem Wald rausgebrochen, schnappt sich Cooper. Das Flugzeug knallt gegen das Segel und das Flugzeug rammt sich danach in einen Baum rein. Das ist quasi 1:1 das, was wir eben auch später im fertigen Film haben. Jetzt mal ganz kurz hier eine kleine Pause rein. Kommt das Szenario jetzt nicht irgendwie ein bisschen organischer rüber? Ich will mich jetzt hier auch nicht selbst damit brüsten. Ich meine, im Endeffekt
baue ich auch nur Versatzstücke auf von dem, was man hätte sein sollen. Aber so Kleinigkeiten wie, warum Alan Grant auf der Insel ist oder warum er von den neuen Velociraptoren wusste, hätte man das nicht so ganz simpel mit einbauen können? Würde sich so die Geschichte nicht ein bisschen logischer schließen? Wie gesagt, das wäre immer noch kein Meisterwerk, aber ich weiß nicht. Was wir ab jetzt noch offiziell wissen aus Deleted Scenes, die wir sogar schon besprochen haben und die ihr auch auf YouTube nachschlagen könnt, ist der Kampf zwischen dem Spinosaurus und dem T-Rex. Der hätte definitiv länger sein sollen und es hätten mehr animatronische Figuren benutzt werden sollen. Warum das Ganze nicht passiert ist, haben wir auch schon mal besprochen. Es war schwierig, das bewegliche CGI dann zu schneiden zu einem stehenden animatronischen Dinosaurier. Das Ganze hat nicht sehr flüssig ausgesehen. Wie gesagt, das Video gibt es wirklich. Ich werde euch den gesamten Uncut-Kampf, wie er ursprünglich hätte aussehen können, mal unten in die Beschreibung reinpacken. Das hat nicht so gut funktioniert und ich finde das in Ordnung. Ich mag den Kampf Spinosaurus gegen T-Rex wirklich verdammt gerne. Und der wäre auch, zumindest soweit ich weiß, auch genauso ausgegangen wie eben dann im fertigen Film, weil der Spinosaurus sollte ja ursprünglich jetzt das nächste Maskottchen für der Jurassic Park-Reihe werden. Der Spinosaurus hätte auf jeden Fall bei seiner Angriffstirade zuallererst Cooper erwischt, danach hätte er im Flugzeug, genau wie im Film, auch noch Nash erwischt. Das heißt, da die Kirbys in unserem Szenario jetzt noch nicht dabei gewesen wären, hätten wir jetzt nur noch Udesky und Alan Grant übrig, die quasi vor dem Kampf des Spinosaurus gegen den T-Rex flüchten müssen. Und hier wäre dann jetzt auch der Moment gekommen, in dem Udesky Grant auffordert, ihn doch durch die verwachsene Isla Sorna zu navigieren. Grant will daraufhin erwidern, ich habe keine Ahnung davon, ich war noch nie auf dieser Insel. Das heißt, Udesky wird in diesem Szenario anstatt Paul Kirby Grant diesen Irrtum mitteilen, von wegen, ja doch, sie waren doch schon mal hier. Und Grant würde sagen, nein, das war Isla Nublar, das hier ist Isla Sorna. Eine ganz andere Nummer. Jetzt fällt mir ein, dass wir Billy gerade vergessen haben. Billy wurde nie in einem Skript erwähnt, dass der großartig andere Szenen hätte. Das heißt, Billy wäre auch noch mit dabei und würde auch einfach noch leben. Warum Grant Billy hätte mitnehmen sollen? Ich denke eher andersrum wäre das Ganze abgelaufen. Billy ist noch ein bisschen jünger und auch so ein bisschen draufgängerischer. Ich glaube, dass Billy eher Grant beschwätzt hätte, dass er selber mitkommt. Denn Billy hätte vielleicht schon im Hinterkopf haben können, ja, da könnte man ja eventuell irgendwie Profit rausschlagen, was wir dann eben auch später sehen, weil Billy eben auch die Velociraptoreneier klaut. Kurz nach dem Kampf Spinosaurus gegen Tyrannosaurus Rex hätten jetzt meiner Meinung nach die drei Überlebenden auch auf die Kirbys treffen sollen. Man hätte das ganze Szenario auch so schneiden können, dass wir immer zwischen den Kirbys und Grant und Co. hin und her schneiden. Das hätte ich aber nicht gern gesehen, deswegen sage ich jetzt einfach mal, für mich wäre das Szenario organischer und angenehmer zu schauen gewesen, wenn wir eben auf der Seite, wenn wir eben die Geschichte von Grant hätten weiterverfolgt und der wäre eben jetzt auf die Kirbys getroffen. Jetzt könnten wir uns auch Gedanken machen, wie sind denn die Kirbys auf die Insel gekommen, wenn die doch so abgeschirmt ist. Naja, so gut ist sie anscheinend eben nicht abgeschirmt, weil auch Eric und Ben Hildebrand konnten einfach auf der Insel landen. Das war zwar aus Versehen, aber sie konnten es halt auch, von daher. Später im Originalfilm sehen wir, dass Udesky und Nash werden zwar darauf hingewiesen, dass sie jetzt in ein gesperrtes Luftgebiet kommen, aber sie machen daraufhin einfach die Sprechanlage aus und dann war es das auch und trotzdem können sie auf der Isla Sorna landen. Also es ist wohl nicht so schwer, auf die Isla Sorna zu kommen, auch wenn sie von der Regierung abgeriegelt ist. Die Welt von Jurassic, die mag Sicherheit nicht so gerne. Das ist wahrscheinlich zu kostenspielig, keine Ahnung. Auf jeden Fall treffen wir jetzt auf die Kirbys und die teilen dann eben mit, Grant und Co. dann eben mit, was mit ihrem Sohn passiert ist. Die Kirbys würden inzwischen Zeit aber auch schon die Leiche von Ben Hildebrand gefunden haben und eben auch den Rekorder, auf dem sie dann eben Grant und Co. zeigen, dass ihr Sohn auf der Insel auf jeden Fall abgestürzt ist und wohl noch am Leben sein muss, weil er eben wegrennen konnte. Jetzt haben wir unsere Konstellation tatsächlich wieder aus dem Film, wie wir ihn auch aus dem Kino kennen. Ab jetzt würde sich auch alles ähnlich abspielen. Wir spulen jetzt einfach mal vor zu den Momenten, die definitiv anders gewesen wären. Es haben sich viele von euch beschwert, die mir gesagt haben, ah Tobi, ich glaube, du hast das mit dem Bienchen nicht verstanden, mit der Bestäubung. Du erzählst hier, es gab einen Spinosaurus und ein Baby, da muss ja noch ein zweiter gewesen sein. An sich habt ihr recht, ich meine, müssen tut das gar nicht. Ich meine, die Insel ist riesengroß, der kann doch einfach nicht auftauchen. Allerdings gibt es hier von offizielle Skriptzeichnungen, die zeigen sollten, wie unsere Gruppe von Überlebenden über das Wasser mit einem Schlauchboot schwimmt. Wie die an das Boot gekommen sind, keine Ahnung. Bedenken wir uns einfach,
Der Ben Hildebrand hatte ein Schlauchboot im Rucksack gehabt und das haben sie eben dann irgendwie da rausgeholt und sind damit übers Wasser gefahren. Während dieser Fahrt übers Wasser sollten sie an einem schlafenden Spinosaurus vorbeifahren. Das ist eine Szene, die sollte recycelt werden aus dem ersten Jurassic Park Buch, denn auch da treffen sie ursprünglich auf den Tyrannosaurus, der die dann auch nochmal angreift, während sie auch auf dem Fluss unterwegs sind. Die Szene sollte es auch ursprünglich in Jurassic Park 1 schaffen, haben sie aber rausgeschnitten und deswegen sollte sie in Jurassic Park 3 verwurstet werden. Haben sie aber rausgeschnitten. Warum sie eben auf diesem Boot sind, ist ganz einfach der Grund, dass sie flussabwärts müssen und es würde eben vorher noch klar werden, dass Paul und Amanda eine Zentrale gefunden haben oder eben die spätere Forschungsstation gefunden haben, quasi ein großes Gebäude, das flussabwärts steht. Deswegen fahren sie eben dann mit dem Schlauchboot über den Fluss und einem schlafenden Spinosaurus vorbei. Hier kommen wir zu dem ganz wichtigen Punkt. Wenn wir wissen, dass ein Spinosaurus von Anfang an hätte geplant sein sollen, ein Baby-Spinosaurus, der stirbt, daraufhin greift der erwachsene Spinosaurus die Gruppe an. Der erwachsene Spinosaurus ist hinter der Gruppe. Müsste dann der schlafende Spinosaurus nicht der zweite Spinosaurus sein, der zweite erwachsene Spinosaurus sein, oder ist das derselbe? Ich würde behaupten, es wäre nicht derselbe, weil warum schläft er jetzt auf einmal da im Wasser? Das fühlt sich seltsam an. Ich glaube, wir hätten jetzt hiermit einfach dann wirklich den zweiten erwachsenen Spinosaurus gesehen, der aber eben einfach nur schlafen würde und die Gruppe wäre an diesem Tier vorbeigefahren. Jetzt würde das Szenario wieder wie gewohnt weitergehen. Wir würden an die Forschungsstation kommen, wo die Eier ausgebrütet werden. Hier würden die Velociraptoren unsere Gruppe angreifen und dann eben auch voneinander trennen. Alan Grant würde auf Kirby treffen. Kirby und Grant scheinen im ganz frühen Skript mehr Dialog gehabt zu haben. Das heißt, Eric hätte auch ein bisschen mehr darüber erzählt, wie er auf der Insel überlebt hätte. Das hat man eben rausgeschnitten, weil es eher unwichtig für den Film war. Ich meine, Fakt ist eben, er lebt. Und ich glaube, je mehr Details wir wissen, wie er überlebt hat, umso mehr hätten wir uns gedacht, Alter, das ist ein Kind. So, das wisst ihr, wie ich meine? Also je mehr Details wir hätten, umso unrealistischer wäre das eventuell gewesen. Grant wäre also mit Eric dann einen Tag später, nachdem die Velociraptoren die Gruppe angegriffen haben, aus dem Versteck wieder herausgeschlüpft. Udesky wäre vorher natürlich noch gestorben, wie eben auch im Film, als er von den Velociraptoren das Genick gebrochen bekommt. Und danach würden unsere Figuren dann eben, also Grant und Eric, würden das Handy hören, wie auch im fertigen Film, das vom Spinosaurus verschluckt worden wäre. Daraufhin wären sie an den Zaun gerannt, hätten die Kirbys getroffen, der Spinosaurus wäre aufgetaucht, hätte die Gruppe gejagt, die wären in dieses Haus reingerannt, was dann später zum Vogelkäfig führt. Auch hier hätten wir identische Szenen gehabt. Die Pteranodon hätten ganz normal angegriffen. Hier hätten wir dann das erste Mal die Totenschädel gesehen, die haben wir auch im Originalfilm gesehen, die von den Bootsleuten sind. Das hätte man vielleicht hier noch ein bisschen deutlicher gemacht, indem man vielleicht noch die Klamotten da hingelegt hätte oder irgend sowas. Und Billy wäre vermeintlich gestorben. Interessant ist jetzt hierbei, dass Billy hätte ursprünglich wirklich sterben sollen. Und ich frage mich bis heute, warum man ihn wieder zurückgeholt hat. Ich meine, Billy spielt in späteren Filmen nie wieder eine Rolle. Sie haben ihn nur zurückgeholt, damit er am Ende Grant seinen Hut wiedergeben kann. Also sagen wir einfach mal, auch hier wäre Billy einfach gestorben, weil es macht echt keinen Sinn, dass der überlebt hat im Endeffekt. Also nach filmischer Logik hätte man ihn einfach hier sterben lassen sollen. Unsere Gruppe ist also traumatisiert, sie haben den Vogelkäfig überlebt, sie fahren mit dem Boot herunter und der Spinosaurus kommt aus dem Wasser herausgebrochen. Und jetzt haben wir eine Szene, die haben wir auch schon besprochen, die ich zu gerne gesehen hätte. Ich weiß, die Szene ist sehr seltsam, aber sie hätte irgendwie auch auf das hingedeutet, was wir später in Jurassic World sehen. Alan Grant, der auch in dieser Variante des Skripts, genau wie im Originalfilm, den wir alle kennen, eine Resonanzkammer eines Velociraptoren von Billy geschenkt bekommen hätte, würde diese daraufhin herausziehen. Spinosaurus würde das Schiff weiterhin angreifen. Grant wäre ins Wasser gesprungen. Er macht quasi die Aktion, die Paul Kirby im Film macht. Springt ins Wasser, schwimmt vor dem Spinosaurus ein bisschen weiter weg, zündet aber in diesem Fall keine Leuchtpistole, sondern holt seine Resonanzkammer raus und pustet dort einfach rein. Daraufhin sollten ursprünglich, und ihr kennt diese Szene, wir haben diese Szene schon öfter besprochen, ich habe sogar ein Fanvideo von dieser Szene mit eingeblendet gehabt und in Jurassic World Evolution 2, meine ich, wird diese Szene sogar auch nochmal recycelt. Daraufhin hätten die Velociraptoren den Spinosaurus auf Befehl von Alan Grant hin angreifen müssen.
Und das wäre ein wirklich brutaler Kampf gewesen. Ich weiß, es ist sehr seltsam, dass Grant auch immer mit Velociraptoren kommunizieren kann, aber das wäre so ein leichtes Foreshadowing schon gewesen auf das, was dann später in Jurassic World passiert. Und auch da geht es darum, ja, man kann mit Velociraptoren Kontakt aufnehmen. Durch Körpersprache, in diesem Fall halt dann durch Geräusche. Ich hätte es irgendwie nicht schlimm gefunden, weil Jurassic Park 3 wäre auch mit diesem Skript immer noch Trash gewesen. Es hätte dennoch gepasst, bin ich der Meinung. Der Spinosaurus wäre also in dieser Variante tot. Er wäre gestorben, hätte den Kampf verloren und wäre daraufhin an seinen schweren Verletzungen eben niedergegangen. Die Raptoren hätten ihn aufgefressen und der Spinosaurus wäre weg vom Fenster. Interessant, wenn man sich überlegt, dass der Spinosaurus das neue Maskottchen werden sollte und hier lassen sie ihn schon sterben. Aber der Grund, warum ein neuer hätte kommen können, ey, vielleicht waren es wirklich zwei und einer wäre immer noch am Leben, werden wir nie erfahren, weil Jurassic Park 4 immer eine Legende bleiben wird, aber auf jeden Fall wäre der Spinosaurus jetzt dann hiermit offiziell tot. Ob diese Szene mit den Velociraptoren, die wir auch im fertigen Film haben, hier noch auftauchen sollte, weiß ich nicht. Ich meine, in dieser Szene, die wir im Film bekommen haben, wird ja dann damit so ein bisschen diese Eierkontroverse aufgelöst, indem Billy ja die Eier geklaut hat und dann bekommen die Velociraptoren diese Eier wieder. Es ist nirgendwo beschrieben, dass diese Szene hätte anders sein sollen oder dass sie gefehlt hat. Ich finde es nur seltsam, dass wenn die Raptoren jetzt gerade den Spinosaurus fressen, dass sie dann wieder den Leuten hinterherjagen. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass nicht alle Raptoren den Spinosaurus fressen, dass ein paar den eben niedergerissen haben, aber eine kleine Gruppe von Velociraptoren jagt den Menschen weiterhin hinterher, weil die eben noch die Velociraptoren-Eier haben. Dann hätten wir diese Szene mit dabei gehabt, wo auch Grant nochmal seine Flöte benutzt, aber auch das hätte irgendwie keinen Sinn ergeben, weil er eben gerade noch Raptoren kontrollieren konnte und jetzt plötzlich nicht mehr. Es würde Sinn machen, wenn die Szene mit den Eiern vor der Wasserszene mit dem Spinosaurus gewesen wäre. Wenn wir diese beiden Szenen einfach tauschen und dann würde es irgendwo Sinn ergeben. Grant und Co. Wären nun also aus dem Wald rausgerannt und würden dann später auf die Navy treffen. Wie die da hingekommen ist, obwohl in diesem Szenario von keinem Telefonat die Rede ist, das wäre halt so ein bisschen das zufällige Timing gewesen. Könnt ihr mir das Ganze so vorstellen, dass wir hin und wieder auch mal zurückgeschnitten hätten zu Ellie und eben Mark und die hätten diskutiert und wie konnte Mark Ellen denn da hinschicken und Ellie hätte dann später es irgendwie geschafft, Mark davon zu überzeugen, dass wir mit dem Militär auf diese Insel müssen. Wir müssen diese Menschen jetzt retten und das wäre dann eben zufällig zu diesem Zeitpunkt passiert und die Gruppe wäre so gut wie gerettet gewesen, denn was auch noch offiziell hätte in einem Skript passieren sollen, wäre, dass Grant ein Motorboot an der Seite des Strandes gefunden hätte. Auf diesem Motorboot wäre Vogelkot drauf gewesen. Daraufhin hätte sich Grant umgedreht, in die Bäume geschaut und nur geschrien, lauft, sie sind in den Bäumen. Es war ursprünglich geplant gewesen, dass die Pteranodon das Militär noch einmal hätten angreifen sollen. Dann wäre das quasi so eine Schießerei gewesen, wie später auch in Jurassic World. Und es wären auch ein paar mehr Menschen gestorben. Das hätte ich irgendwie zu gerne gesehen, zumal hätte es auch den seltsamen Vorfall vom Anfang safe erklärt. Also der wäre dann auf jeden Fall offiziell erklärt. Haben wir eben nicht bekommen, aber ursprünglich sollte genau das passieren, dass die Pteranodon das Militär noch hätten angegriffen. Nach dieser letzten finalen Action-Szene dann hätten die letzten Überlebenden aber es geschafft, mit einem Helikopter von der Insel wegzufliegen und der Film wäre vorbei gewesen. So, lassen wir das Ganze mal kurz sacken. Ich hoffe, es ist klar gewesen, welche Szenen offiziell geplant waren. Das habe ich, glaube ich, jedes Mal gesagt. Und welche ich mir dazu gedichtet habe, damit das irgendwie Sinn ergibt. Der Film hätte sich doch durch diese Szenen wesentlich zusammenhängender angefühlt. Lassen wir das mal am Anfang weg mit Ägypten, das hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Aber es gab so ein paar Dinge, die einfach sehr viel erklärt hätten, wie zum Beispiel, dass Mark mehr eingeführt wurde, der bei der Regierung ist. Das wird zwar auch im fertigen Film mal so ganz kurz erwähnt, man hätte das Ganze aber wesentlich cleverer ausspielen können, dass Mark auch Grant so ein bisschen beeinflusst und eben sagt, die Dinosaurier entwickeln sich da unten weiter. Die werden schlauer scheinbar und das werden sie auch tatsächlich. Die Velociraptoren sind schlauer als noch in den Teilen davor. Wie gesagt, wir haben die meisten von diesen Szenen auch schon mal einzeln besprochen und detailliert besprochen. Playlist ist auf jeden Fall unten verlinkt und einmal auch hier oben hatte ich die vorhin verlinkt. Schau es dir auf jeden Fall mal an, wenn dich interessiert, was genau da hätte detailliert basieren sollen. Aber ich bin der Meinung, so hätte aus Jurassic Park 3 ein wesentlich besserer Film werden können. Hätte dieses Originalskript den Film in den Himmel gehoben, auf gar keinen Fall. Jurassic Park 3 wäre trotzdem von der Jurassic Park Trilogie der schwächste Teil gewesen. Er wäre allerdings vielleicht gut genug gewesen, dass wir irgendwann ein Jurassic Park 4 bekommen hätten, anstatt Jurassic World.
Da kann man sich jetzt auch wieder streiten, was hätte man lieber gehabt. Viele lieben ja die Jurassic World Reihe. Ist nur so, dass je mehr ich darüber lese, auch im Jurassic Park Compendium, das ich nur jedem empfehlen kann von euch, ich habe es mal in die Beschreibung unten reingesetzt, ein super Buch, wo auch ganz viele Hintergrunddetails und Hintergrundfakten angegeben sind. Und man merkt wirklich, dass Jurassic Park 3 hätte ein wesentlich klarerer Film werden sollen. Also wisst ihr, wie ich das meine? Wenn wir uns den Film anschauen, haben wir sehr oft Fragezeichen auf dem Kopf, über dem Kopf, die ich dann Gott sei Dank zum Teil auch lösen konnte in den einzelnen Videos. Das sollte ursprünglich aber nicht der Fall sein. Der Film hätte eigentlich wesentlich klarer rüberkommen sollen. Ich hoffe, ich konnte jetzt hiermit ein bisschen weiterhelfen und dir mal erklären, wie das ursprüngliche Skript hätte aussehen können, wenn wir wirklich alle Versatzstücke genommen hätten und die in das, was wir jetzt schon kennen, hineingepuzzelt hätten. Wie ist deine Meinung dazu? Magst du Jurassic Park 3 so, wie er ist? Ich zum Beispiel schon. Dennoch bin ich der Meinung, es ist schade. Es ist der einzige Film, der wirklich nicht so erschienen ist, wie er eigentlich hätte erscheinen sollen. Alle anderen Filme sind nach den Vorstellungen des Regisseurs erschienen, bis auf der. Ist ein bisschen schade. In diesem Sinne bin ich raus für heute. Ich werde jetzt erstmal Jurassic Park 3 in die PlayStation reinhauen, werde mir den Film nochmal gönnen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.